Der russische Angriff auf die Ukraine hat unglaublich viel verändert. Nicht das Wichtigste vielleicht, aber dann doch ein elementarer Bestandteil der Veränderung ist, dass Deutschland unabhängig werden muss von russischen Energieimporten. Der deutsche Weg war einer, der nicht gesagt hat, wir machen jetzt ein Embargo und dann überlegen wir mal, hups, wie setzen wir das eigentlich um und was bedeutet das für die Volkswirtschaft und für die Menschen im Land, sondern den umgekehrten Weg zu gehen, erst die konkreten Schritte vorzubereiten und dann zu sagen, guckt, wir sind schon frei von russischer Kohle beispielsweise. Das hat also nach ein paar Wochen ganz gut geklappt, sodass jetzt die Kraftwerksbetreiber wie die Stahlwerke sich von russischer Kohle unabhängig machen und wir dann im Sommer frei sind von russischer Kohle. Bei Gas sind wir dabei, mit Hochdruck eine neue Energieinfrastruktur aufzubauen, die LNG-Terminals, die dann Flüssiggas nach Deutschland bringen, sodass wir russisches Gas, Pipeline-Gas nicht mehr brauchen. Das dauert ein bisschen länger, eine neue Infrastruktur aufzubauen, aber auch da kommen wir sehr, sehr gut voran. Heute soll es vor allem um Öl gehen. Deutschland hatte vor dem Krieg eine russische Importabhängigkeit von Öl, Rohöl von 35%. Man kann das quasi durch drei teilen, grob gesprochen. Ein Drittel davon ging in die westdeutschen Häfen und wurde dann den Rhein runter verschifft. Diese Rohölimporte, die über die Häfen gehen, sind vergleichsweise leicht zu ersetzen. Man muss nur neue Lieferanten finden, die Verträge ersetzen. Das haben die Unternehmen weitestgehend getan. Deswegen konnten wir vor ein paar Wochen sagen, wir haben ungefähr die Abhängigkeit um 10% reduziert. Wir sind jetzt nur noch bei 25%. Dann gibt es zwei Raffinerien in Ostdeutschland. Einmal Leuna. Leuna hat seine Verträge umgestellt. Sowohl jetzt wie zum Ende des Jahres und sollte es ein Embargo geben oder Russland die Ölimporte einstellen, würde Leuna die umgestellten Verträge vorziehen können. Das Problem ist also auch gelöst. Heißt, zwei Drittel haben wir schon geklärt. Das letzte Drittel ist das eigentliche Problem. Es ist die Raffinerie Schwedt. Die wird betrieben von Rosneft. Rosneft ist ein russischer Staatskonzern und die haben natürlich gar keine Interessen daran, dass sie nicht russisches Öl raffinieren. Also wenn ich da anrufe und sage, hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig von russischem Öl zu werden, dann nehmen die den Hörer gar nicht ab und sagen, hey, was willst du eigentlich von uns? Das ist genau unser Geschäftsmodell. Nichts werden wir dagegen tun. Trotzdem haben wir uns auf allen Ebenen darauf vorbereitet, auch dieses Problem zu lösen. Und die Lösung würde so aussehen, dass wir über den Hafen Rostock Öl zur Raffinerie Schwedt bekommen. Allerdings gibt es eine kritische Grenze, die nicht unterschritten werden darf, weil dann kann die Raffinerie nicht mehr betrieben werden. Und deswegen ist es gut oder wäre es gut, wenn wir eine Solidarität mit Polen schaffen würden, denn wir versorgen mit der Raffinerie auch Westpolen. Deswegen war ich heute in Polen, habe mit der polnischen Energieministerin darüber gesprochen und verhandelt. Und wir sind im Konkreten sehr gut vorangekommen. Jetzt geht es tatsächlich um technische Details. Die Polen allerdings sagen, aus meiner Sicht völlig zu Recht, nun wollen wir auch nicht polnisches Öl nach Deutschland bringen, um Rosneft am Leben zu halten. Also wir reden für einen Fall, der eintritt, wenn Polen Deutschland unterstützt, Deutschland Polen unterstützt, für den Fall, dass Rosneft nicht mehr Betreiber der Raffinerie ist. Insgesamt haben wir damit aber das Problem der Abhängigkeit von ehemals 35% auf jetzt 12% reduziert. Das ist noch immer viel, aber nicht mehr so viel, dass es unmöglich wäre, es aufzufangen.